Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von FIFA 18. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Und mit dem Derby gegen Duisburg. Und wir sagen, das simulieren wir einfach mal, ne? Ich werde nicht jedes Spiel spielen, sondern ne? Das in der letzten Folge habe ich aber nur gespielt, ja, wegen Auftrag und so halt, ne? Aber ich werde ja nicht jedes Spiel jetzt hier spielen, das würde auch so viel zu lange gehen. Wenn ich ja jedes 4 Spieler da durchspiele, so richtig komplett, ne? Deswegen simulieren wir auch ein paar Spiele einfach mal durch. Und, ja, Duisburg führt schon. Das ist nicht gut. Und, oh. Komm schon, und das Ausgleich. Perfekt. Noch irgendwas? Oh. Gute Karte, ne? Verdammt. So, bleibt es beim 1-1? Nee. Duisburg für. Oh, Ausgleich. 89. Ey. Hui. 2-2. Okay. Alles klar. Ich bin ja gesperrt. Okay. Ja. Maxim wird ausgeliehen an Osnabrück. Ja. So, Transfers. Keine Ahnung. So, machen wir best. Ich habe eine Idee. Und zwar habe ich meinen Spieler, und zwar Christian Früchtl, FC Bayern. Weil der entwickelt sich wirklich krass. So, jetzt suche ich mal kurz nochmal hier. Christian Früchtl. Na, wo ist er? Jetzt irgendwie vielleicht mal. Wo muss er doch sein hier, Christian Früchtl. Oder? Oh ja, zum Glück. Nee. Christian. Na, da ist er ja. Christian Früchtl. Ich würde sagen, den holen wir uns einfach mal. Und der entwickelt sich nämlich ziemlich krass. Ich glaube, der hat irgendwie 65er Gesamtstärke. Aber privat habe ich den nur schon auf 85 oder so oder 84. Das ist immer einer, zwei Saisons oder so. Und das ist auf jeden Fall ziemlich cool. So, Freiburg ist interessiert, los hier zu kaufen. 1,6 Millionen. Würde ich eher ablehnen. Oder? Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich lehne erstmal ab. Wer könnte mir noch gebrauchen? So. Wir schon das nächste Spiel. Na. Gegen wen? Weiß es nicht. Ah, gegen Bielefeld, okay. Am Mittwoch, also nochmal so ein kleines Derby. Ja, komm, das dauert ziemlich lange. Und dann nochmal ein Pokal, nochmal gegen Bielefeld, lol. So, es gehört Abschlussbericht zu Christian Früchtl. Und, ja, 65. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt einfach mal. Ne? Ja, die neue Transferzentrale. Und verpflichten den einfach mal. Kann man vorschlagen, wie kostet er denn 175.000? Kürzlich gekauft. Flyer? Ach, warum ist denn kürzlich gekauft? Ach man, das ist natürlich scheiße jetzt. Egal. So. Eine neue Dings, eine Jugendakademie machen, oder? Jugendstab. Why not? So, am besten günstig. Hier, Patrick Graf. Er ist nicht so schlecht, aber nicht zu gut. Also zu teuer halt, ne? Patrick Graf ist gerade verfügbar. Netzwerk aufbauen am besten in Deutschland.
So. 9 Monate, Typ alle, und dann noch mal weiter. Ja, richtig. Also, warte, greift mal das Scouting-Netzwerk auf. Und dann hoffe ich einfach mal, dass wir schöne Talente uns angeln können. Ne? Und jetzt einfach mal das nächste Spiel. Gegen Union Bielefeld. Und das gewinnen wir mit 1 zu 2. Das ist gut. Ich glaube, damit sind wir nämlich nochmal Tabellenführer. So, dann. Nochmal gegen Bielefeld, jetzt im Pokal. Na. No. Und let's go. Ich hoffe, dass wir diesmal nochmal gewinnen. Diesmal mit 2 zu 0. Das freut uns, denn damit sind wir eine Runde weiter. So, es ist hier noch Spiel abgelaufen, genau. Und auch wir sind immer noch Zweiter. Also nicht Erster, sondern Zweiter. Hinter Fortuna Düsseldorf, die jedes Spiel gewonnen haben. Drei Spiele und 9 Punkte sind 3 Siege. So, jetzt ging also gegen Dynamo Dresden. Beim letzten Spiel im August, glaube ich. Nein, ich glaube im letzten Spiel in der Transferperiode. Das war wohl für Selim Gündüz. Und für Jan Jamara. Kien ist daran interessiert, okay. Ja, 65, ja komm. Kann man annehmen, oder? Komm hier. Der ist 52.000 wird und die bitten 900.000. Annehmen. Und Gündüz. Zum neuesten Land. Keine Ahnung. Ich bin ja nicht so bei mir. Ist ja nicht in der Aufstellung. Gündüz. Muss ich gucken? Nee. Ich würde ihn vielleicht als Backup behalten. Ich lehne es mal ab. Sie haben wieso jetzt wenig gebietet, ne? Aber hier, Anne Meyer. 18 Jahre alt, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Ich beobachte ihn auch mal genau wie. Marco Friedl. Oh, warum nicht, ne? Jamie Henrichs, der könnte ein bisschen teuer sein. Marvin Friedrich. FC Augsburg Innenverteidiger, auch 21. Einfach verlängern, beobachten. Oh ja, hier ist so viel Koreaner hier, ey. Also, wenn man ein Netzwerk hier los. Ja, in Korea, was wollen die in Südkorea? ich hab mal hier. Österreich oder so, ich will in Österreich kommen. Was soll ich in Korea? So. Guck mal, dann geht die auch immer schon. Okay, 8 Minuten, okay. Wir sind Nationalteam abgesetzte Spieler, okay. Also Bochum hat einen Nationalspieler und zwar Robbie Cruz für Australien. Okay. So. Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Darf mal simulieren. Und ja. 5 zu 1, ey. Huiuiui. Und da sind wir richtig abgegangen jetzt mal hier, ne? 5 zu 1, ey. Boah. Da Dresden mal so eine richtige Packung bekommen hier, ey. Boah. 5 zu 1, ey. Nice. So. So, ich bin verletzt zum Hochland. 5 Wochen. Autsch. Ich glaube, einer der besseren Spieler bei uns. So, ich hole mal hier Merkel rein. Schade. So. Ich hoffe, dass sie noch irgendwie die Berichte noch vor Ablauf hier der Dingens kriegen. Vor Ablauf der Zeitperiode. Was sie tun, das Tom Back aufzuleihen. Naja. Ach komm. Dann hier mal verkaufen, 100.000, das ist gut.
Und ich hoffe, dass wir es mal mit den Dings mal fertig werden hier, ne, mit den Dingens. Den Spielern. Also, guck mal, mal nachschauen. Was ist nicht? Guck mal hier. 7 Tage noch. Du Scheiße, Alter. Ich glaube, ich kaufe mir Anna Meyer. So, ich weiß euch nicht. Ich mach's einfach. Wir müssen mal hier Dinge machen. Freigabesumme von 1,750. Ach komm, mach mal hier Freigabesumme. Dann fahren wir normal. Hallo, hallo. Orange. Kriegst du. Sag's aber. Kommst du? 2 Jahre. 2,250.000. Kriegst du auch. Gehalt 1.800. Schießbonus 35. Ist alles 10.40.000. Zudem war fertig. So schnell geht das hier. Jetzt hätten wir Anne Meyer. Unten freigeschaltet. 63. Einmal können wir auf jeden Fall 4 machen. Und aus dem Weg. Kauf ein Spiel durch bezahlen seiner Freigabe. Noch ein Erfolg. Perfekt. Würde ich sagen, machen wir direkt ein Training ansetzen, oder? Mit Arne Meyer. Und mal gucken. Das ist erstmal Neuzugang in einem Projekt hier, ne? Not bad. Vielleicht die Hintergrund vielleicht auch nochmal ein bisschen hier verbessern. Ist mir zweimal schwer am besten. So. So möchte ich das gerne haben. Und dann nehmen wir einfach mal Anna Meyer hier. Natürlich die ganz schweren hier Dinger hier. Und ja, nochmal ein negativer Stresstest. Why not? Haben wir noch einen guten Keeper. Habe ich noch einen wieder Verteidiger, der ganz gut ist. Keine Ahnung. Ich könnte vielleicht nochmal hier Wurz ein bisschen hochleveln. Vielleicht nur 70, das möchte ich nicht. Dann machen wir das mal eben so. Natürlich, wenn wir da 3 A's sind, das freut mich. So, dann müssen wir es gewählt und dieser Folge FIFA 17, nicht 17, sondern 18. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Habt nicht vergessen. Und tschüss.